Die Wohnungskrise lässt viele schon verzweifeln. Eine Belohnung für die Vermittlung einer passenden Unterkunft, keine Seltenheit. In Ballungszentren wie Frankfurt am Main hält das Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt. Es entstehen viele neue Wohnungen, ja, das weiß auch Architekt Wolfgang Dunkelau aus erster Hand. Aber heute werde nur noch teuer oder günstig gebaut. Weil momentan auf dem Markt tatsächlich erstmal diese ganz günstigen Wohnungen von der Politik gefordert sind. Und die ganz teuren sowieso, weil sie sich rechnen, von den Immobilienträgern gemacht werden. Für den Mittelstand ist es die gesellschaftspolitisch die wichtigsten sind, nämlich tatsächlich diese ganze Gesellschaft tragen und zusammenhalten, wird momentan nichts gemacht. Frankfurt schreibt wie viele andere Städte bei Neubauten Quoten vor. 30% müssen geförderte Wohnungen mit niedrigeren Mieten sein. Den Rest kann der Bauträger frei planen. Das macht Bauen aber nicht billiger, sagt Thomas Reimann. Die Unternehmen machen eine Mischkalkulation. Das heißt, die anderen 70% der Wohnungen werden umso teurer. Wir kriegen eine Quersubventionierung, letztendlich zulasten der Mittelschicht. Die Mittelschicht, der Facharbeiter, der Polizist, der Krankenpfleger, die Krankenschwester, die nicht mehr in der Lage sind, weil sie nicht mietscheinberechtigt sind für die günstige Wohnung, sich die teure nicht leisten können und dann gar keine Wohnung mehr haben. Der Wohnungsmarkt scheint außer Rand und Band. In Frankfurt ist der Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen in den vergangenen 10 Jahren um durchschnittlich fast 89% gestiegen. Bei Mieten sind es im Schnitt knapp 42%. Da kommt keine Gehaltssteigerung mit. Die Mittelschicht bleibt auf der Strecke. Das weiß auch der Planungsdezernent. Seine Antwort: ein neuer Baulandbeschluss mit höheren Quoten. Darin sehen wir dann, dass 70% der Wohnungen, des Nutzungsmixes, also preisgedämpfte Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, die preisgedämpft sind für die mittleren Einkommen, von der Stadt vorgegeben sein werden, damit wir gerade für die Mittelschicht auch ein passgenaueres Angebot haben. Bauunternehmer Reimann bezweifelt, dass der Plan aufgeht. Das wird so nicht möglich werden, weil Renditen nicht mehr erreichbar sind, die wir dringend benötigen, gerade für die privaten Investoren, die 80% in der Region als Vermieter darstellen. Bei der Stadt glauben sie dagegen, dass Bauland und damit Bauen billiger werden könnte. Wir wollen durch die Vorgaben, die wir machen, von Anfang an deutlich machen, unterstreichen, dass man nicht jeden Preis für Grund und Boden zahlen kann und dann sich quasi diesen Preis am Ende über die Wohnmieten oder über die Eigentumspreise wiederholen kann, sondern dass wir preisdämpfend wirkend auf den Grund und Boden. Die Preise würden schon jetzt sinken, obwohl der Baulandbeschluss noch gar nicht in Kraft ist. Wenn das so bleibt, könnte Frankfurt zum Vorbild werden für andere Ballungszentren.